Ein wunderschönes Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mindtest. Da. So. Wir machen natürlich weiter auf unserem Wunderwelten-Server. Also unser Wunderwelten-Let's Play auf dem Wunderwelten-Server. So. So, Vollbild. So. Ich bin mal gespannt, ob ihr das Fenster findet. Ah. Brr. So. Slider. Warum kommen wir dafür jetzt ein Achievement? Okay. Ja, genau. Wir wollten tatsächlich weitergleiten. Wir haben aber nur einen einzigen dabei, sehe ich gerade. Das ist ja dumm. Dann gleiten wir erstmal wieder nach Hause, ja, um betrete Wunderwelten 10-mal. Wow. Ja, um uns tatsächlich nochmal ein paar Gleiter zu holen, denn ich habe immer noch keine Ahnung, wie weit wir reisen müssen, um irgendwann mal trockenes Gras zu finden. Ja, außerdem macht Paragleiten ganz viel Spaß. Die Frage ist, gibt es eigentlich noch irgendwelche angetriebenen Sachen? Also irgendwelche Sachen, womit man machen kann? Wie so eine Silvesterrakete? Rocket. Aha! Gibt es. Oh. Schießpulver. Ist ja zum Schießen. So, Faden dürften wir, glaube ich, haben. Aber bei Schießpulver hört es auf. Wobei, die beiden Sachen dürften wir auch haben. Naja, wir schießen uns mal zu nach Hause. Bumm. Und dann schauen wir tatsächlich mal. Schönes Haus. Sehr schönes Haus. Das Grün gefällt mir echt gut. Und dann schauen wir tatsächlich mal. Doing. Alter, diese. Stimmt, ja, wir haben diese Megasprungschuhe an. Heieiei. Das ist gefährlich. Ist immer noch das Schild? Ach, Leute. Jetzt regt euch doch mal alle ab hier. So. Das Schöne ist, wir haben ja jetzt aufgrund unserer Schuhe, können wir jetzt hier auch im radioaktiv verseuchten Gebiet hier verseuchen. Wir können dementsprechend endlich mal hier, haben wir Messer dabei? Nee, aber nicht. Das ist Zeug abbauen. So, das heißt, nächster Vorgang ist dann erstmal alle Paragleiter suchen. Gucken, ob wir ein bisschen was machen, was zusammen haben, um Raketen zu bauen. Denn ich glaube, Wolle, wenn wir es haben, dann nicht in so großen Mengen. Andererseits haben wir mittlerweile Wollsamen. Das heißt, wir können hier dann auch anfangen, langsam mal Wolle anzubauen. Was wir sowieso irgendwann brauchen, weil Backpacks und so. Ne? Das heißt, wir können nochmal nach oben gucken, was wir hier eigentlich haben. Das ist ja hier unsere Landschaftsbox. Ja, wir haben einmal Baumwolle. Und nur 8 Zeppelins, das ist jetzt nicht so viel. Gut, ich schmeiß jetzt mal die Samen in den Bäckerofen-Dings da. Gib mal her. So. Das heißt, du alles da rein. Nein, halt, das war falsch. Da. Danke. Dann du da. Danke. Okay. Einmal zurück. So. Dann kann das ganze Kleidradat schon mal hier rein. Kann ich mal vor sich hin backen? Was ist das hier eigentlich? Ach, Reis. Reisbrot. Klingt gar nicht mehr so verkehrt. Brr. Yeah. Ist auch ganz lecker. So, Rohkakao können wir auch anpflanzen. Dann mache ich am besten hier hinten. Oh, Alter. Ah, nee, hier ist gar nicht mal unser Gebiet. Unser Gebiet ist ja hier.
So, das heißt, ich meine, wir machen das Ding einfach mal hier hin. Schnauz die Wand an. So. Halt, nein, du, da. 1, 2, 3, 4, 5. So. Du kannst da rein. Weg da, weg da. Okay, dann pflanzen wir mal ein bisschen Stuff an hier. Wie gesagt, ganz wichtig, Baumwolle. Brauchen wir ganz, ganz schleunigst. So, dann kann der andere das andere Zeug hin. Erstmal Weizen, davon haben wir scheinbar am wenigsten. Das heißt, das müssen wir jetzt erstmal am meisten vermehren. Ey! Jetzt schlägt sie aber 13. Okay. Oh. Deswegen sollten wir immer Messer dabei haben. Haben wir denn kein Messer? Ein Eisenmesser haben wir. Verarschen. Das ist deprimiert. Hat er gerade eine unserer Saplings geklaut? Also unsere Kiste? Wir haben doch locker irgendwas gepflanzt, oder? Leck mir den Arsch. So. Perfekt. Haha. Bestimmt dunkel. Oh Gott. Ja, aber nicht zu schnell. So schnell kann ich Sachen gar nicht platzieren. Wieso eigentlich? Wieso habe ich immer noch die Rüstung an? Wenn man ein Stück verliert, noch die Rüstung normalerweise nicht. Schau mal nicht. So, und die Felder, ganz ehrlich, die bände ich jetzt mal. Weil funktioniert eh nicht. Warum auch immer. So. So ist gut. Aua. Ey, wir brauchen die Leute einfach gar nicht mehr. Schwierig mit dem Springen. So. Der Brot ist am Brödeln. Das ist gut. So, dann mache ich die Sachen erstmal hier unten rein. Weg damit. Weg damit. Genau. Das andere kommt nach oben. So. Hier kommt das und das rein. Und das auch. Aber schon haben wir schon dieses Stück davon. Wo kommen die denn nur her? Siehst du, die können wir doch eigentlich. Können wir doch. Warte mal ganz kurz. Wir können noch ein Bautmehl machen. Wo ist unser ganzes Blattzeug? Hier haben wir nur. Ja, wir haben kaum Blätter, ne? Verdammt. Wie viele Blätter haben wir denn unten in den Kisten? Da haben wir wahrscheinlich auch nicht so viel. Ne, nicht wirklich. Blätter haben wir gar keine. Außer die 16 hier von den Kirschbäumen. Und hier haben wir 69 nochmal davon. Und wir müssen ein bisschen Bautmehl machen. Da kriegen wir jeweils 4 davon. Hey, wie war das? Ach, da oben links muss es sein, okay. Gut, dann kommst du noch da. Auch 4-mal. Ja, dann gib mal alles her. Und hier brauchen wir 32. Und jetzt können wir die beide bumm, kombinieren. Und dann treibe ich nämlich hiermit mal ein bisschen die Woll, also das hier an.
Wobei jetzt, wo es dunkel ist, macht es nicht wirklich Sinn. Ich muss wieder warten, bis es wieder hell ist. So, aber können wir trotzdem schon mal aufheben. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Sind unsere Brote schon fertig? Das wäre jetzt allerdings. Oh ne, unser Brennstoff ist fertig. Also, Füße fertig. Wie konnte das denn passieren? Wir brauchen mehr Leitern. Wobei, bald brauchen wir wieder Leitern, wenn wir nach Marmor und sowas suchen wollen, ne? Haben wir noch andere Sachen, falls die keiner braucht? Die Zäune zum Beispiel könnten wir verheizen. Hier von den restlichen Dinger können wir verheizen. Wir können auch so viel verheizen. Wow. Oh, das ist nicht brennbar. Das ist ja schlecht. Ich könnte die Dinger nicht mehr verheizen. Das ist ja richtig hässlich. Hm. Oh ja. Yay. So, können wir den rausnehmen hier. Gut. Kannst du bitte wieder hell werden? Okay, was brauchen wir für die Rocket? Da brauchen wir ganz viel Kohle. Wir brauchen ganz viel. Okay, Kies haben wir gar nicht so viel. Wir haben überhaupt keinen Kies. Warum haben wir keinen Kies? Das ist ja verrückt. Das kann ja nicht sein. Wie sollen wir keinen Kies? Ich bin verwirrt. Rocket. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Wolle. Da haben wir aber auch, glaube ich, keine. Ne. Hey. Leider nicht. Ich kann schon mal die ganzen Parkblätter hier einsammeln. So, dann haben wir schon mal das alles hier. Mhm. Okidoki. So. Ja, müssen wir uns mal am Spawn umgucken, ob wir irgendwelche Läden finden, wo wir ganz schnell an Wolle oder sowas rankommen. Ich meine, jetzt ist gerade eh dunkel. Von daher. Wie ist es eigentlich? Gibt es irgendwie Geld oder sowas? Money, money, money. Nö. Womit bezahlt man denn hier nochmal auf dem Server? Hab's schon wieder vollkommen vergessen. Tja, das ist eine gute Frage. Irgendwas wie Geld? Nö, ne? Dann bezahlt man scheinbar, wenn überhaupt, dann wohl mit Tauschgeschäften. Wir gehen mal zum Spawn. Und gucken mal, ob es irgendwelche Shops gibt. Beginner Villager, Public Mines. Hier steht gar nichts. Ah, ne, Nether. Post Office. Siehst du? Können wir gleich mal gucken, ob wir Pakete bekommen haben. Muhahaha. Hier geht's nicht lang. Wo geht's lang? Wir hatten gelb. Nö. Tja. Wer hätte gedacht? So. Rules and Help. Random Teleporter. Beginner. Da waren wir. Da war das Post Office. Hier haben wir noch nicht geguckt. Dann schauen wir mal. Turbonet Center. Tutorial. Mr. Klaus. Ja, lol. Tja. Oh, ein Nussknacker. Gut. Alter, ist ja schnell laut. Ist ja schlimm hier. Tja, aber Shops sehe ich hier erstmal nix. Turbinet Center. Zeug, Villagers.
Bestimmt wieder irgendwas, was ich übersehe. Wenn ich danach im Chat frage, werde ich direkt wieder niedergemacht. Das sieht man doch. Ja, was ist das hier eigentlich für ein Ding? Lol. Der größte Baum der Welt. Dass man auf dem Schotter nicht rennen kann. Schlimm. Das sind die Teleporter. Und hier ist nur Rüstung. Ja. Tja, siehst du? Wie war das hier? Okay, was konnte man das hier eigentlich tauschen? Wo könnte man überhaupt kaufen? Hä? Wait a second. Alien. Ach so, das ist ja gar kein Laden. Das ist ja nur zur Schaustellung. Stimmt, wir haben ja unsere Boots haben wir gar nicht gekauft, sondern selbst gebaut. Die Dinger hier. Das ist natürlich deprimierend. Gibt es hier keine Läden? Gut, dann bringt uns das also schon mal gar nichts. Home. Gut. Okay, wenn es hell ist, dann machen wir mal unten das Zeug hier. Nein. Ich wollte nur zweimal klicken. Ah, egal. Ist ein bisschen Verschwendung, aber was soll's. Ich brauche eine freie Hand. Du kommst mal da runter. Du kannst auch da runter. Wieso brauchen wir die Äpfel rum, oder ja? Dann haben wir schon mal keine Ahnung was. Wolle und Kohle. Dann müssen wir nur noch mal ein bisschen in die Mine gehen. Oh, das war's. Okay. Bisschen in die Mine gehen und nach Kies suchen. Das ist das, was ich gesucht habe. So, das kann erstmal alles vor sich hinwachsen. Und aus dem Zeug können wir dann später unser Feld erweitern. Mit dem Zeug. Die Wolle, die können wir auch erstmal reinpacken. Manchmal 37, kriegt man daraus Faden. Ich hoffe. Wenn nicht, sind wir angearscht. Oha. Ah, doch geht. Okay. Gut, das heißt, das geht schon mal. Wie viel brauchen wir denn für einen Rocket? Einmal Faden und einmal Sprengstoff. Okay. Das ist machbar. Und aus. Oh! Aua. Aus einmal Kies bekommt man 5-mal Schießpulver. Ah, das heißt, wir brauchen gar nicht so viel. Gut. Haben wir direkt welches. Ich frage mich sowieso, warum wir kein Kies bei uns haben. Wir haben doch hier so oft Kies gefunden. Und habe ich echt bisher immer ignoriert einfach. Dass wir noch diverses Kies noch nicht abgebaut haben. Kann also durchaus sein, dass wir echtes Kies bisher einfach immer ignoriert haben. Alter, wie schnell es hier runter geht. Das ist doch, Alter. Holy Wackamoli, das ist ein bisschen schnell. Mal, hier ist überall Kies, was wir alles liegen gelassen haben. Okay, das heißt im Klartext, wir haben Kies, wenn wir mal welches brauchen, weil ich davon noch nichts abgebaut habe. Interessant. So, damit haben wir alles, was wir brauchen. So, alles. Wir bekommen gerade mal 37 mal Faden raus. Das heißt, wir brauchen auch nur 35 mal Schießpulver. Bam. So. Der Rest kann dann wieder rein. Dann nehmen wir uns mal ein bisschen Faden. Wow. So. 36.
Oh, das brauchen wir bloß noch ganz viele Stöcker. Nee, du kommst unten rein. Da. So, Kalk. Was hat schon wieder für Müll? Pack ich mal die Restekiste. Keine Ahnung, ob wir das jemals brauchen werden. Bam. So. Nee, da kommst du rein. Bumm. Okidoki. Du kommst eigentlich auch schon mal da rein. Und hier am Ende mal ein bisschen Kies hier rumliegen. Hä? Momentchen mal, wir hatten. Ach, da. Ach, leck mich doch. Das ist so eine ähnliche Textur, ich hab's deswegen wahrscheinlich völlig übersehen, weil ich nur auf das geachtet habe. Ach, leck mich doch. Naja, egal. So, Stöckchen. Such das Stöckchen. Wir brauchen Holz, haben wir hier noch rumfliegen, eine Menge. Das können wir auch bei so mal rekombinieren. Dankeschön. So, und jetzt können wir hier raus. Wir brauchen 35, 95 mal. Nein. 105 mal. 105 Stöcker. So, dann haben wir mal 60. Ja. Paar zu viel, aber besser geht's nicht. So, und das bitte so. Bup, bup. Aha. Wir wollen jetzt mal nur eine, um zu gucken, ob es überhaupt funktioniert. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das Ding überhaupt funktioniert. Feuerwerk, Rocket Launcher. Leider. Leider gibt es dafür kein Handbuch. Ich versuche einfach mal hier hochzuschießen. Ne? Linksklick. Ich bin verstört. Gut, damit kann man die Dinger also einfach so starten. Jetzt sagt bloß, die Dinger sind gar nicht zum an mich ranklatschen gedacht. Das wäre ja jetzt sehr traurig. Ja, die müssen ja eigentlich hier irgendwo reinpassen, ne? Das heißt, was? Oh, hier kann man sogar Sachen einstellen. Low Quality, was ist mit dir los? Player Sounds and Player is joining. Ah, kann man ausschalten. Warum sagt das denn keiner? Play Sounds on every global chat message? Nö. Play Weather Sounds? Pff, brauchen wir auch nicht. So. Jetzt haben wir hoffentlich keinen Sound mehr. Oh ja, jetzt regnet es gleich viel mehr. Oh, und die Framerate geht runter tatsächlich. Nur noch 24 Bilder pro Sekunde. Wow. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt kein Grafiklimit, sondern das ist tatsächlich einfach Mytest-Limit. Weil so wie Mytest programmiert ist, muss jeder Tropfen, ist ja ein Entity, und jeder Tropfen wird von Mytest Frame für Frame berechnet. Anders als bei normalen Spielen, wo die Entities einfach einen Pass bekommen und dann die Grafikkarte alles macht. Nee, so läuft das hier nicht. Von daher gehen wir da mal lieber wieder ein bisschen runter. Das ist ja hier nicht gut. Gut, so viel mehr für jetzt ist das auch nicht. Warum diese? Wer weiß. So, ja. Damit hat sich das mit den Raketen schon mal erledigt. Die bringen uns gar nichts. Ammunition. Wo ist der Eingang? Hier ist der Eingang. Hier, da. Eigentlich haben wir nicht alle 35 gebaut. Haben wir so ein bisschen Stuff für spätere Bauprojekte. Das und das hier zum Beispiel. Wobei, das kann man, glaube ich, zur Wolle wieder rekombinieren. Ja. So, Holz kommt bei Holz rein.
Dann müssen wir wohl doch mit den Paraglidern so klarkommen. Wo packen wir die goldenen Äpfel hin? Haben wir da schon irgendwas? Ach ja, hier. Okay. Wow, wir haben schon über 200 goldene Äpfel. Heilige Scheiße. Sollten wir langsam mal benutzen, ne? Die Dinger haben ja relativ gute Stats. Weil die zum Beispiel auch die Lebensbalken direkt wieder herstellen. Ich verschwende sowas immer so ungern. Aber wir können ja mal 10 mitnehmen. So. Ich habe 10 gesagt. Okay. Ja. Da das mit den Raketen schon mal nicht funktioniert hat, danke dafür. Ich wüsste aber nicht wie sowas sonst heißen könnte. Launcher? Ne. Tja. Deprimierend. Wir können mal gucken, wo die Paragleiter sind. Vielleicht gibt es in der gleichen Nähe dann auch 83 Seiten. Kommen wir noch nie hin. Ah, verdammt. Das hier? Achso. Candy Pick. Ah, wollt ihr mich verarschen? Hey, hey, hey. Das ist ja gemein gefährlich. Oh Gott, wie viele Schilder. Halt. Da war was Interessantes. Ne, Pfeil und Bogen. Mhm. Wieder Candy-Zeug. Ganz viel Weihnachtszeug. Aha. Die ganzen Fußtapsen, die ganzen NPCs machen, denn die sind echt verwirrend. Oh mein Gott, da gibt es so viel Stuff. Hier gibt es die ganzen Laser. Wobei mir persönlich die Bohrer ja eher gefallen. Dann können wir besser steuern. Ah, TNT zumindest. Hier gibt es die ganzen Autos. Brauchen wir auch alle nicht. Und das war's. Ich meine, wir können natürlich mal gucken, ob wir, wenn wir nach den TNT suchen, ob wir es über Reserve, Dings da, was ist das denn? Granate. Oh, okay, ich habe kein Rezept dafür. Interessant. Ich hatte gehofft, dass wenn wir jetzt nach TNT suchen, gucken, was man aus TNT alles machen kann, dass wir da dann irgendwie diese Dinger da finden. Mir fällt da gerade nicht mal der Name ein. Die Sachen haben alle keine Rezepte. Lol. Naja. Gut. Dann würde ich mal sagen, Dead, lol. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Wir haben Nahrung und so haben wir dabei. Äpfel haben wir dabei, Werkzeuge haben wir dabei, die Paragleiter haben wir dabei. Dann wollte also alles bossen. Gut. Gut, dann würde ich mal sagen, nächste Folge legen wir los mit dem Fliegen. Leider ohne Raketen. Aber gut, was soll's. Dem ist halt so. Von daher, bis dann.